Herzlich willkommen zum ersten GfK-Online-Kongress, veranstaltet vom Junfermann Verlag. Mein Name ist Sebastian Mauritz. Ich werde dieses Interview moderieren und bei mir heute ist Gerhard Rothaupt. Hallo, lieber Gerhard, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Vielen, vielen Dank. Hallo. Ja, meine Frage gleich vorweg. Wer bist denn du? Was machst denn du? Und vor allen Dingen, wie bist du zur GfK gekommen? Ja, ich fange vielleicht, fang vielleicht mal mit dem letzten an. Wie bin ich zur GfK gekommen? Ich bin ursprünglich mal Biologe gewesen in einem früheren Leben und bin in meiner Arbeit an der Uni dann in ein Mobbing geraten. Und das hat mich ziemlich zerlegt, wie ich das nie gedacht hätte, dass mich was zerlegen kann. Und als ich da wieder aufgetaucht bin, habe ich gedacht, man muss ja irgendwie gucken, ich möchte gerne schauen, wie kann man auch anders miteinander umgehen, als ich das bisher gelernt habe und wo dann die, sagen wir mal, die Krönung dieses Mobbing war. Und habe mich dann angefangen umzugucken in der Kommunikation, Zukunftswerkstätten und so weiter, viel Verschiedenes gemacht. Habe mich neu orientiert, bin tatsächlich auch dann von der Biologie weg, nachdem ich zeitlang arbeitslos war, meine Stelle nach diesem Mobbing auch verloren habe. Und war dann als Moderator und Kommunikationstrainer unterwegs und das hat mir auch viel Freude gemacht, ehrlich gesagt viel mehr als die Biologie vorher. Aber was man angefangen hat, macht man ja auch zu Ende. Und bin dann, habe aber dann immer mehr gemerkt, irgendwas ist hier komisch in Moderation. Ich fühle mich nicht so ganz wohl, es wird komisch. Jetzt klebe ich immer mehr Kärtchen, wie ich das gelernt hatte. Das hilft aber auch nicht wirklich. Und dann bin ich zum Thema Konflikte und zum Thema gewaltfreie Kommunikation gekommen, was mich total begeistert hat. Habe das ausprobiert an der Stelle, wo ich gedacht habe, oh, wenn es hier funktioniert, dann ist es was Gescheites, wo ich einfach nicht geglaubt habe, dass es funktioniert, im Konflikt im Kindergarten. Es hat wirklich eine große Veränderung gebracht. Dann bin ich nochmal zu Marshall Rosenberg gefahren, weil ich mir anschauen wollte, wenn das so ein blöder Guru ist, dann will ich damit nichts zu tun haben. Und dann bin ich, auf dem Heimweg habe ich gemerkt, ich habe Muskelkater vom vielen Lachen und war gleichzeitig so berührt, wie vielleicht noch nie in meinem Leben. Und von da an war klar, da gehe ich lang, dann verschiedene Stationen gemacht und dann mich 2004 zertifizieren lassen beim CNVC. Und seitdem spätestens ist das mein Hauptberuf. Ja, und das macht es immer noch, es ist total lebendig, also ich mache es jetzt ganz anders als vor 15 Jahren. Aber das hat mich wirklich sehr, sehr verändert und auch mein auch in der Familie viel verändert. Wir haben ja auch Familienfreizeiten dann angeboten und mit meinen Kindern war einfach ein wichtiges Übungsfeld, auch ein wichtiges Feld des Scheiterns. Ja, die sind jetzt schon lange erwachsen und ich habe jetzt drei Enkelkinder, drei Enkelinnen. Die Kleinste ist jetzt gerade 2 Monate alt. Wow. Und das ist im Moment auch mein Feld des Forschens, des Inspirierens. Und so weiter. Innerhalb der GfK habe ich mich dann im Laufe der Zeit immer mehr spezialisiert auf intensive Seminare zur Persönlichkeitsentfaltung, würde ich vielleicht nennen, nachdem ich viel in Unternehmen, viel in Organisationen gemacht habe und da auch irgendwann gemerkt habe, nee, ich möchte kein Pflaster mehr kleben, ich möchte jetzt was anderes. Ja. So vielleicht mal ein kleiner Abriss. Spannend. Ja, und sozusagen das Pflaster kleben und haben Sie mal ein Tool für uns? Ne, so nach dem Motto ist ja dann zu sagen das eine, aber halt bei Menschen mit Menschen in die Tiefe gehen und an der Persönlichkeit zu arbeiten, das macht manches Pflaster dann einfach auch unnötig wahrscheinlich. Ne? Die Dauer zumindest, ja. 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 Was ist GfK für dich? Also, ich habe eben schon mal das Thema Tool gesagt. Ne? Man könnte auch sagen, es ist eine Haltung, es ist eine Schule, es ist ja, was ist es für dich? Weil es sind ja eigentlich nur in Anführungsstrichen 3 Buchstaben und auf der anderen Seite ist es ja viel, viel, viel mehr. Für mich ist es schon ganz klar eine Lebenshaltung. Ich denke, das werden auch
in irgendeiner Variante. Die meisten sagen, die du interviewst. Mir gefällt immer noch, eine amerikanische Kollegin hat das, glaube ich, mal so gesagt: NVC is a pathway to liberation, ein Pfad in die Befreiung. Und das, glaube ich, trifft es ziemlich. Also so ein innerliches und äußerliches immer freier werden von diesen Routinen, wie wir sie gelernt haben. Und darin ist es ja auch was extrem Radikales, das ist mir auch wichtig. Ja, es ist eigentlich, für, kann man fast auch sagen, auch revolutionär, wenn ich es wirklich ernst nehme. Und es verändert den Blick in die Welt und es verändert den Blick auf die Menschen. Und einer der Menschen, wo es den Blick verändert, das bin ich selber. Und das steht für mich im Kern. Und es ist sicherlich auch ein Weg, um tatsächlich den Boden zu bereiten für eine andere Welt. Also das liegt mir auch sehr am Herzen. Marshall hat ja mal immer wieder gesagt, GFK ist wie ein Floß, um über den Fluss zu setzen und dann in der anderen Welt anzukommen. Das gefällt mir auch. Also für mich ist ziemlich wichtig, auch wenn ich jetzt viel Persönlichkeitsentwicklung gemacht habe, das in den Kontext von gesellschaftlicher Veränderung zu stellen, weil ich glaube, dass es nur so klappt. Ich glaube, Vivian Dittmer war das. Irgendjemand hat letztens so ein Beispiel gebracht. Es ist, wenn ich nur mich um mich selber kümmere, ist wie, als wenn ich versuche, in der Wüste eine Blume großzuziehen. Das ist einfach sehr viel anstrengender, als wenn ich einen fruchtbaren Boden mit ausreichend Wasser um mich herum habe. Ja, das ist ein schönes Bild. Zumal ja auch in Zeiten des Social Distancing ja immer noch, und ich finde den Begriff halt gelinde gesagt etwas unglücklich gewählt, man ja eher auf die Blume in der Wüste hingebracht wird, als sozusagen gemeinsam einen fruchtbaren Boden zu gestalten. Ja. Ja, genau. Ja. Wie siehst denn du das, sag ich mal, wo du gerade die aktuelle Zeit halt angesprochen hast. Welchen Beitrag kann GFK da aus deiner Sicht einfach leisten? Weil es war vor der Pandemie schon komisch im Sinne von, was wichtig war, wo Menschen ihren Fokus drauf gelegt haben. Und wenn ich Menschen sage, dann halt so Mainstream, verallgemeinernd, ne, höher, schneller, weiter und busy, busy, busy und sowas. Eine sehr starke Beschleunigung, jetzt eine sehr, ja, kraftvolle Entschleunigung mit anderen Irritationen. Wo siehst du da GFK als, ja, als Haltung, als befreiende Haltung oder als Ausdruck von Wegen zur Freiheit? Ja, also zum einen finde ich, ist GFK natürlich echt ein wichtiger Ansatz, um überhaupt einigermaßen stabil durch diese Zeit zu kommen, einigermaßen heil durch diese Zeit zu kommen. Und ich finde das sehr anspruchsvoll, ehrlich gesagt. Also wenn ich mich selber angucke, wenn ich die Menschen um mich herum angucke, auch wenn ich habe eine relativ gute Situation, gute Kontakte und so weiter und so fort, ja, trotzdem merke ich, wie es zehrt. Und um mich herum merke ich, dass die Coaching-Anfragen explodieren. Ja, das ist ein ganz deutliches Zeichen. Die Online-Kurse sind total ausgebucht in kürzester Zeit und es geht richtig zur Sache. Also, und da denke ich, kann GFK wirklich einen Beitrag leisten. Du hast vorhin Resilienz gesagt. Na, da ist es natürlich was Wichtiges. Und für mich, also für mich ist klar, das System, in dem wir leben, ist so nicht zukunftsfähig. Und zwar meine ich da nicht irgendwelche Details, ja, sondern tatsächlich, Charles Eisenstein nennt es ja das System der Trennung, die Geschichte der Trennung. Und Ausdruck davon ist unter anderem sehr stark unser kapitalistisches Wirtschaftssystem, was nur auf Gewinnmaximierung, finanzielle Gewinnmaximierung auszielt und überhaupt nicht aufs Gemeinwohl. Das kann ich mir nicht vorstellen und auch schon gar nicht wünschen, dass das noch lange so weitergeht. Und ich glaube, GFK kann einen ganz zentralen Beitrag leisten. Wie kommen wir in was Neues, ohne dass es zu einer völligen Gewaltexplosion kommt? Wie geht das? Wie können wir auf einem friedlichen Weg das Neue erreichen, gestalten? Und das
hat für mich ganz viel damit zu tun, dass wir in Verbindung gehen. Und das ist nun mal die Stärke der GfK, in Verbindung zu gehen, in Verbindung zu bleiben. Und da haben wir im Moment ja einfach ein super Übungsfeld bei diesen Gräben, die gerade da sind, und merken, dass das auch mit GfK überhaupt nicht leicht ist, da irgendwie eine Brücke zu bauen über diese Gräben, die ruckzuck, aber Kilometer tief sind. Ja. Und ich denke aber, GfK hat da ein großes Potenzial und speziell dafür und natürlich auch für dieses innere Bereitwerden. Das ist, also macht ja auch unendlich viel Angst, Umgang mit Angst, Verbindung mit den wahren Bedürfnissen, um dann wirklich was Neues gestalten zu können. Da haben wir schon einiges zu bieten. Ich finde, wo wir nicht so viel zu bieten haben, um das auch zu sagen, ist tatsächlich auf einer Organisationsebene. Das ist mir auch so ein wichtiges Anliegen. Ich finde nicht, dass das, was ich am Anfang gedacht habe und was viele Leute auch so sagen, man müsste nur mal ein bisschen GfK und dann wäre die Schule toll und dann wäre die Politik toll und dann wäre das toll und alles behoben. So, glaube ich, funktioniert es nicht. Ich habe in der Schule gearbeitet, bin auf den Bauch gefallen, wie viele andere auch. In Organisationen habe ich gemerkt, huch, braucht schon noch ein bisschen mehr, ist schon ein bisschen komplexer. Mhm. Also GfK ist für mich nicht das Allheilmittel, nicht das universelle Schmiermittel, mit dem dann alles super läuft, sondern es ist ein Teil auf dem Weg in diese Welt. Und ich mag es gerne nennen, in die Welt, von der unser Herz weiß. Auch als Eisenstein. Ja. Ja, ich glaube, um nochmal bei der aktuellen Situation zu sein, da würde ich dich gerne auch einfach mal konkret fragen. Das, was ich immer wieder erlebe, ist, dass die Diskurskultur, also der Austausch über Unterschiede in der Sichtweise, in der Haltung zu bestimmten Phänomenen, sei es jetzt Impfen, das Virus, was auch immer, dass die Diskurskultur seit in den USA, seit dem letzten Präsidenten mit Fake News quasi fast nebenbei einfach mal kaputt gemacht wurde. Also man konnte jemand anderen einfach diskreditieren, indem man den in irgendeine Ecke geschoben hat. Und ich erlebe das leider seit über einem Jahr auch, dass, sag ich mal, auch kritische Fragen, wo ich so denke, ja, also ich meine, wir leben in sozusagen auch in einer Gesellschaft, die eigentlich kritische Nachfragen eher fördern sollte, weil sie aus meinem Verständnis heraus demokratieförderlich sind, dass die sehr abgewertet werden. Und dass das sozusagen, dann ist man schnell in irgendeiner Ecke. Und die Frage, die ich da konkret an dich habe, ist, wo siehst denn du da sozusagen GfK, sag ich mal, für jemanden, der das jetzt sieht, der das so erlebt hat, der vielleicht sich eine Meinung gebildet hat, aber halt mit dieser Meinung nicht richtig nach draußen kann. Gibt es da in der GfK aus deiner Sicht irgendwas, wo man demjenigen helfen könnte, im Sinne von, schau da mal hin und denk da mal drüber nach? Ich habe nicht ganz, sag mal, also jemand, der eine bestimmte Meinung hat und sich damit nicht nach draußen traut? Ja. Weil er halt abgewertet wird, weil er nicht weiß, wie er es sagen soll. Er hat es mal gesagt, da haben die gesagt, ach, bist du ein Aluhutträger und so weiter. Ne, das passiert ja schnell. Ja. Und meistens kommt ja dann vom Gegenüber relativ schnell auch eine Rechtfertigung und so weiter. Wie kann man mit solchen Situationen umgehen, so aus deiner Erfahrung heraus? Also erstmal würde ich sagen, brauche ich in so einer Situation viel Empathie. Ja, also wirklich Menschen, und zwar nicht Selbstempathie, ich glaube, das reicht da nicht, sondern ich brauche von außen Empathie, jemand, der wirklich mir zuhört, so wie ich bin, da wo ich jetzt stehe, ohne mich zu korrigieren und so weiter, damit ich überhaupt erstmal zur Ruhe kommen kann. Das ist ja, also da kommt ja ganz viel Angst, ja, und vieles andere auch, aber auch Angst, Ohnmacht und so. Also erstmal, glaube ich, brauche ich wirklich viel Empathie. Und dann ist es so eine Frage, ich erlebe eigentlich auf allen Seiten viel Enge. Ja, und wenn ich glaube, wenn ich wirklich genug Empathie habe und dann auf die Bedürfnisebene gesunken bin, dann entsteht ja normalerweise eine Weite.
wenn ich nicht mehr auf der Strategieebene festhänge, zum Beispiel zu sagen, die Maßnahmen sind alle nur total Kacke oder wer keine Maske trägt, bringt die Weltbevölkerung um oder also, mal zwei Extreme zu nennen, ja. Wenn ich von diesen Strategien wirklich auf meine Bedürfnisse gekommen sind und bin, dann glaube ich, habe ich mehr Chance, in die Welt zu gehen und dort auch gehört zu werden. Und ich glaube, im Moment ist der Mangel am Hören und nicht am Sprechen. Ja, also ich finde, wie du gesagt hast, jeder hat Argumente parat und unter Umständen unendlich viele. Aber wenn ich so spreche, dann ist es einfach ein bisschen Kacke, um es mal kurz zu sagen. Ja? Und, aber so erlebe ich es an vielen Stellen. Und natürlich ist es das Beste, was wir gerade können. Und für mich geht es darum, mir zuzuhören. Ich habe in den Kursen immer wieder Übungen gemacht. Wie geht das? Wie erreiche ich jemanden, der eine ganz andere Meinung hat? Ist ja nichts Neues. Jetzt haben wir die Corona-Meinungen. Vorher hatten wir AfD und das und hier. Und Menschen, die auch in ihrer Blase sitzen, so wie ich auch in meiner Blase sitze. Und es ist ganz klar, du kannst es ausprobieren. Du, ohne Zuhören, ohne tiefes Zuhören, erreichst du niemanden. Und mir ist irgendwann vor nicht langer Zeit mal in der Paarmediation aufgefallen, ist mir so eine Frage gekommen. Da habe ich gesagt, sag mal, seid ihr bereit, euch vom anderen verändern zu lassen? Seid ihr bereit, euch von der Beziehung verändern zu lassen, transformieren zu lassen, wandeln zu lassen? Und ich weiß nicht, war einfach da der Satz und seitdem geht er nicht mehr weg. Und ich glaube, der drückt auch eigentlich ein Grundprinzip aus der GfK. Wenn ich in ein Gespräch gehe und nur möchte, dass der andere endlich mich versteht und am besten das annimmt, wie ich die Welt sehe, dann ist das ziemlich eng. Und wenn ich aber in eine Beziehung gehe, in ein Gespräch gehe und bin bereit, mich wandeln zu lassen, ich glaube, dann habe ich eine Chance, jemand anders zu erreichen. Und ich glaube, vorher wird es echt schwierig. Das heißt, bin ich bereit, meine super argumentierten Meinungen, bin ich bereit, meine super Strategien erstmal zur Seite zu legen und den Menschen wirklich zu begegnen, wirklich zuzuhören und vielleicht verändert aus diesem Gespräch hervorzugehen. Weil solange ich immer nur will, dass der andere verändert aus dem Gespräch hervorgeht, habe ich ja so ein Machtverhältnis. Da oben bin ich und der andere ist halt ein bisschen dümmer, aber er kann ja noch was dazulernen, wenn er mir gescheit zuhört und dann passt das schon wieder. Ja, aber ja. Was ist das für eine Welt? Ja. Und ich sage das jetzt so, ich finde es überhaupt nicht trivial, in diese Haltung zu kommen und in der zu bleiben. Und so. Ja. Ja. Ich habe mal mit einem Freund lange gesprochen, ein guter Freund, den ich lange nicht gesehen hatte. Und der hatte Haltung, die man weitläufig jetzt als Verschwörungstheorie bezeichnet. Und ich habe erstmal ups gemacht, weil das war überhaupt nicht meine Welt. Und habe mich dann entschieden, ich möchte eintauchen. Und habe 2 Stunden lang nur zugehört und nachgefragt. Oder fast nur. Fast nur. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Und danach waren wir in der Verbindung. Und er sagte mir, boah, so hat mir noch nie jemand zugehört zu diesem Thema. Und ja. Ich glaube, da geht der Weg lang. Ja. Oder zumindest einer. Ja. Naja, und das, was für die Menschen hinter Verschwörungstheorien in Anführungsstrichen steckt, ist ja immer auch das Bedürfnis nach Sicherheit, orientiert sein, verstehen können, eine Orientierung bekommen und so weiter. Das heißt. Und beitragen. Und beitragen. Das ist ein sehr wichtiges Bedürfnis dabei. Ja. Ich habe jetzt Verschwörungstheorie gesagt, ich finde es sehr gefährlich, diesen Begriff weiterzutragen. Ja. Es ist einfach eine Sicht auf die Dinge, die ein Stück weit einfach weg ist von dem Mainstream. Und sich bestimmter Annahmen bedient. So, also. Ja, deswegen habe ich auch Verschwörungstheorien in Anführungsstrichen gesagt, weil da ja relativ schnell so dieses Thema Gut-Böse drin ist und Vorverurteilung und so weiter. Ich glaube, also ich kann vieles für mich nicht sagen. Also ich weiß bei vielem nicht, dass ich so denke, ist es jetzt das oder das? Von daher. Ne, Verschwörungstheorie bin ich bei dir. Das Thema Beitrag hatte ich tatsächlich so noch nicht so für mich auf dem Schirm.
Und ich finde, das sind alles anerkennenswerte Bedürfnisse. Ja. Die Anschlussfähigkeit des Inhaltes und der Art, wie es gesagt wird, ist halt momentan noch nicht so da. Das ist halt einfach eine große, glaube ich, auch eine große Herausforderung, denen sich viele ausgesetzt sehen, sodass halt ja, viele da auch wahrscheinlich dann eher auf Abstand gehen und sagen, nö, dann mache ich das anders oder dann bin ich halt irgendwie da jetzt der falsche Ansprechpartner für das Normale, was auch immer das ist. Ja, ja. Ich würde. Wir haben einfach eine Kultur der Angst, um das noch dazu zu sagen. Ja. Also das ist, ich muss gar nicht sagen, das ist irgendwie bösartig passiert oder sonst etwas. Aber was innerhalb des letzten Jahres passiert ist, da bin ich völlig überzeugt, das Angstlevel ist total nach oben gegangen. Ja. Und wir haben einfach die wenigsten Menschen, die ich kenne, oder wenn ich so rumgucke, ist mein Eindruck, die wenigsten Menschen haben einen guten, produktiven Umgang mit Angst gelernt. Und ich habe mich viel bemüht in den letzten Jahren, den zu lernen, und ich komme sehr an meine Grenzen. Ja, ja. Da bin ich bei dir. Also das merke ich auch wieder. Ich meditiere viel, viel mehr. Also so am Anfang der Pandemie habe ich viel meditiert. Dann kam so der Sommer, da wurde das ein bisschen weniger. Aber spätestens so seit September, Oktober. Puh, also wenn ich nicht meine 1,5 Stunden pro Tag habe, um mich zu justieren, könnte ich auch meine Arbeit gar nicht machen, ne? Mit Seminaren, mit Coachings, weil da ja auch so viel da ist und dann die Irritation zu Hause und all diese Dinge, die vorher auch schon da waren, plus jetzt nochmal diesen Katalysator. Und ja, da glaube ich einfach, ist so ein Kongress auch was vielleicht auch ein Stück weit hilft, das mal zu hören und mal zu sagen, hey, auch ich habe Angst. Ja, und auch die Menschen, die stark sind, haben immer Angst. Ist die Frage, wie gehe ich damit um und wie schaue ich auf meine Angst? Wie bewerte ich die? Wie bewerte ich mich? Und wie spreche ich sie auch aus? Ne? Wie spreche ich auch die Bedürfnisse aus, die für diese Angst stehen? Ja. So. Ja. Sich in der Kultur der Angst verletzlich zu machen, ist nochmal besonders. Aber genau, ja, naja, klar. Ne, das ist so, wenn man so das Verständnis hat, irgendwie, ich bin unverletzbar und wie auch immer, und dann kommt die Angst und sagt, ach, ist das so? Mal gucken. Das ist dann sicherlich nochmal anders, ja. Was mich nochmal interessieren würde, du hast von dem Thema Selbsterfahrung vorhin gesprochen. Mit GfK oder im GfK-Kontext. Wenn Menschen jetzt, weiß ich nicht, vielleicht sich ein GfK-Buch gekauft haben, gehen wir mal so von dem Einsteiger-Level aus, dann haben die vielleicht mal 1-2 Videos gesehen, aber GfK ist ja mehr als Fragen, mehr als, aha, da geht es also um Bedürfnisse, sondern es ist halt, ne, sag ich mal, größer, auch von der Wirkung her. Wie muss ich mir denn so eine Arbeit mit im Bereich Persönlichkeitsentwicklung mit GfK, also worauf dürfte ich mich da freuen? Oder was wären sozusagen so die, wo werde ich da hingeführt? Gute Frage. Ich hoffe, du wirst nirgendwo hingeführt, sondern du findest deinen Weg selber. Ah, okay, ja, das ist schon mal wichtig. Ja, tatsächlich. Ja. Das ist mir ein ziemlich großes Anliegen, den Raum so weit zu machen, dass möglichst Platz ist für das, wo du oder wo diejenige hin will. Und nicht ich führe, sondern ich bemühe mich erstmal einen Boden gemeinsam mit den anderen Menschen zu bereiten, wo man überhaupt erstmal zur Ruhe kommt. Wir wissen ja heute, Polyvagaltheorie, autonomes Nervensystem und so weiter, das ist ein eigenes großes Thema, aber dass wir erstmal ein gewisses Level an gefühlter Sicherheit brauchen, um überhaupt irgendwas bewegen zu können. Das ist wieder. Ja. Und ja, damit geht es los. Mhm. Und dann ist mir immer wichtiger geworden, dieses Training von Sein mit dem, was ist. Und das heißt bei mir vor allem viel mit meinen Gefühlen zu sein. Mhm. Gedanken zu Gefühlen ist ja schon mal der erste zum zweiten Schritt der GfK. Und damit zu sein. Und dann glaube ich, dann erlebe ich es so, und das versuche ich dann aufzumachen, zu den Bedürfnissen dass man zu den Bedürfnissen sinkt.
und den Mut findet, und das hat viel mit Gruppe zu tun, der Mut, das eigene dann auch zu gehen. Ja? Aber erstmal sich zu zeigen. Vorher geht es los mit sich zu zeigen. Ich habe, das ist immer noch was, was mich sehr beschäftigt, als ich mal gemerkt habe, dass ich in mir so einen Satz habe, wenn die anderen merken, wie ich wirklich bin, dann will keiner mehr was mit mir zu tun haben. Ja, und ich habe gedacht, den Satz habe nur ich. Mittlerweile weiß ich, es gibt noch 2, 3 mehr Leute, die den haben. Vielleicht sogar 4. Ja, vielleicht 4. Also man müsste ein bisschen weiter gucken, aber bestimmt. Ja. Und ich meine, wenn ich diesen Satz mal ernsthaft angucke, der ist ja, dann ist der so krass. Und der drückt dieses ganze Dilemma aus, weil ich bemühe mich die ganze Zeit, irgendwie einer zu sein, der ich nicht bin, damit ich angenommen bin. Aber damit kann ich ja nie wirklich angenommen sein, weil es ist ja nur der angenommen, der nicht ich bin. Ja. Und sag mal, das so ein bisschen weiter zusammenzubringen, das ist eigentlich eine sehr, sehr im Kern dessen, dass ich mehr der sein kann, die sein kann, die ich bin, und ein Erlebnis habe, dass ich damit angenommen bin. Und dass ich sogar vielleicht immer mehr der werden darf, der ich bin und damit angenommen bin und vielleicht ja sogar, vielleicht noch mehr angenommen bin als vorher. Und das heißt aber auch meine Kleinheit, meine Begrenztheit, aber auch meine Größe annehmen. Dann geht es um Glaubenssätze und es spielt viel. Ich bin immer überzeugter davon, die wirkliche Entwicklung passiert im Wir. Ich will das andere überhaupt nicht wegmachen. Also so, die wirkliche, das klingt wieder wie das andere, alles Kacke. Aber das meine ich nicht. Aber ich glaube, bestimmte Sachen passieren vor allem im Wir. Und das ist, dafür möchte ich gerne Räume schaffen. Das ist eigentlich im Kern. Und dann bewegt sich das, was ich bewegen will oder auch nicht. Es gibt auch keinen Druck, dass ich was bewegen muss, weil sonst sind wir ja wieder an einem komischen Ende. Ich darf auch die nächsten 70 Jahre so bleiben, wie ich bin. Ja, ich finde das, was du über das Wir sagst, das ja sozusagen, also Martin Buber soll mal gesagt haben, das Unbewusste ist zwischen den Menschen. Und ich glaube, dass sozusagen, wenn ich mit jemandem in Kontakt bin, das, was dann emergiert, das, was sich zeigt, das, was aufsteigt, das ist alleine schwer. Weil ich glaube, dass unsere Biologie und auch unsere sozusagen Evolution, ich habe auch irgendwann mal Biologie auf Lärm studiert, deswegen ja. Fühle ich mich da auch auf der Ebene verbunden. Ich glaube, dass da einfach der Mensch nicht fürs Alleinsein gemacht ist, sondern eher im Kontakt mit anderen einfach noch mehr passiert und noch ganz andere Dynamiken einfach möglich werden. Ne? Oder wie Bateson sagte, Mind is social. Also auch sozusagen dieses, dass unser Denken, diese Denkräume, die sich öffnen, wenn wir mit anderen zusammen sind und in einem guten Kontakt zu uns sind, also zu dem wahren Kern, dann wird das sehr, sehr wertvoll. Aber wenn ich in einer Projektion lebe und mein Gegenüber in einer Projektion lebt, dann wird das irgendwie echt schräg. Ne? Weil man hat halt 3 Inkongruenzen, jeder zu seiner Projektion und die Projektionen untereinander. Und ja, das finde ich einen ganz wertvollen Gedanken, dass man mit GFK auch da nochmal wirklich gut hinkommt zu den Gefühlen, zu den Bedürfnissen und ja, halt im Kontakt. Ja, schön, was du sagst, gefällt mir gut. Ja, spannend. Ja, das schließt für mich auch so viele Brücken nochmal gerade, was du so sagst. Deswegen, da kommen so, ja, kommt nochmal einiges, vernetzt sich da auch gerade für mich einfach nochmal neu. Und was mich tatsächlich noch fragt, ist, du hast gesagt, du hattest mal Kontakt zu Marshall Rosenberg oder warst bei ihnen im Seminar, hast du gesagt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also du hast gesagt vorhin, wenn das ein Guru ist, dann ist das nichts für dich. Da bin ich auch sehr bei dir, immer wenn ich so von Leuten, die so die Gurus und die sich so inszenieren, da denke ich dann auch so, ja, wenn du das brauchst, ich brauch's nicht. Wie war denn das? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es muss was ganz Besonderes gewesen sein. Und
das eigentlich Besondere war, dass es sozusagen nichts Guru-mäßiges war. So, wie hast du es erlebt? Wie war das so in der, im Kontakt mit ihm? Was waren so die Qualitäten, die, für die er auch noch gestanden ist? Ja, es ist schön, da nochmal dran zu denken. Ich erzähle einfach mal ein bisschen, du stoppst mich jetzt. Ja, gerne. Also, ich meine, Marshall ist, war tatsächlich auch der Inbegriff von einem bescheidenen Menschen, sage ich mal. Ich glaube, der hat die letzten 20 Jahre nur 2 Pullover gehabt und auch nicht mehr Hosen. Über seine Unterhosen weiß ich nicht Bescheid. Aber bei den Pullovern und Hosen, glaube ich, liege ich ziemlich richtig. Und was ich sehr eindrücklich fand, er hat am Anfang oft gefragt, was wollt ihr denn lernen? Warum seid ihr hier? Und hat so ein bisschen gesammelt. Und er ist auf jeden einzelnen Punkt zurückgekommen. Das zum Beispiel fand ich total irre. Und zwar so ganz nebenbei. Ja? Aber ich glaube, soweit ich mich erinnere, ich glaube, er hat immer alle Punkte irgendwie behandelt. Ja? Und er war, das kann man ja Gott sei Dank auch auf den Videos sehen oder auch in dem Buch von Gabriele Seils, kriegt man sehr wundervoll mit. Er war einfach ein toller Geschichtenerzähler. Und ich habe ja manche Geschichten von ihm 20 Mal gelesen und 40 Mal gehört. Ja. Mhm. Und ich fand sie jedes Mal wieder toll. Das habe ich ihm irgendwann auch mal gesagt. Sag mal, wie kann das sein? Da sitzt ein alter Mann, erzählt immer die gleichen Geschichten, und die ich schon lange kenne, und trotzdem ist es gut. Ja. Passiert hier viel. Und das war, denke ich, seine Kunst. Mhm. Und diese tiefe Empathiefähigkeit, die am meisten in diesem, was wir Heilungsarbeit nennen, was er Heilungsarbeit genannt hat, zum Tragen gekommen ist. Einfach. Ich meine, der war ja immer, das saß ja meistens so da. Da habe ich mir gedacht, jetzt sind wir kurz vorm Einschlafen. Aber er war irgendwie hellwach. Und das konnte er, und er hatte einfach, hatte auch eine Fähigkeit, wirklich Sachen total auf den Punkt zu bringen, auch im Kontakt. Er hat mir beim allerersten Rollenspiel, was ich mal gemacht habe, war dann immer so, er hat lange geredet, bis alle die Schnauze voll hatten, gesagt, wir brauchen jetzt endlich mal was anderes. Und dann hat er Kleingruppen gemacht zum Vorbereiten von Rollenspielen. Das war eigentlich die ganze Didaktik. Bisschen mehr noch. Und dann kam ich zurück mit dem Rollenspiel und irgendwie hat das kurz anspielen lassen, hat dann unterbrochen und fragte mich, was geht's denn dir hier? Und sie sagte, ich will einfach nur nett sein. Und dann hat er mir erzählt, was das mit diesem Nettsein auf sich hat, in welche Hölle ich da komme. Und ich fand das damals auch, ja, fand das ganz interessant, und gleichzeitig habe ich eigentlich gedacht, eigentlich will ich wo ganz anders hin. Und ich finde es unglaublich spannend, dass ich immer noch wieder darauf zurückkomme, dass mein Streben, immer wieder nett zu sein, eine, glaube ich, der zentralen Hindernisse ist für mein Echtsein, für mein Leben, das wirklich so zu gestalten. Und das, ich meine, das ist jetzt bald 20 Jahre her, sowas. Ich weiß es nicht ganz genau, aber sowas in der Art. Ja, und ich glaube, das ist oft passiert. Und er hat einfach, er war Feuer und Flamme für seine Sache. Ne? Er hat ja zum Teil 300 Seminartage gemacht, überall auf der Welt und so weiter. Und, ja. Und ich denke, er hat auch seine Grenzen nicht gewahrt. Mhm. Das gehört auch dazu. Aber das ist mein Gedanke. Ja, spannend. Also das erinnert mich wirklich auch an ganz viele andere große, so, also Milton Erickson mit seinen Geschichten. Stephen Gilligan, ein Schüler von Milton Erickson, der erzählt auch eigentlich immer die gleichen Erickson-Geschichten. Man weiß immer schon, was kommt, aber irgendwie, es hat trotzdem nochmal eine Wirkung, weil nicht das Kennen der Geschichte, sondern das Erinnern an die Struktur, die in der Geschichte liegt. Das ist ja so eigentlich das, was dann wirkt. Und dann ist die auch zum 20. und 30. Mal wieder so, dass man sich schon freut und denkt so, ah ja, kenne ich. Und es ist wieder heilsam und wieder schön. Ja, spannend. Und es ist vielleicht schon auch was, wo die Person nochmal so richtig durchkommt. Ja. Also das ist zum einen, die Geschichten sind aber schon auch einfach was viel Tieferes oder anderes nochmal, was einfach in dieser Person noch mit sich transportiert. Mir ist das irgendwann mal klar geworden, ich war im Joan Miró Museum bei Barcelona
Und dann eines seiner letzten Bilder, jedenfalls eines der letzten, was da hing, war so eine riesige weiße Leinwand und da war nur so ein Strich durch, ja, also so ein bisschen, nicht gerade, aber ganz wenig. Die Leinwand war fast leer. Ja. Und das hat mich so berührt. Ja. Und ich glaube tatsächlich, der musste 70 oder wie alt er dann war, werden, also jedenfalls schon Jahrzehnte malen, um in der Lage zu sein, dieses ömmerliche Zeugs da zu machen. Ich glaube, das ist das, was sich bei Marshall und diesen ähnlichen Leuten einfach auch transportiert. Ja. Was ich mich gerade so frage, ist, du hast gerade von Grenzen wahren gesprochen und von Verbindung und so weiter. Und immer wenn ich höre, Verbindung ist wichtig, gibt es in mir eine Seite, die sagt, naja, und Unterscheidung auch. Also das ist ja so eine Polarität. Helm Stehlin nennt das bezogene Individuation. Also ich bin ganz bezogen und ich bin ganz individuiert zur gleichen Zeit. Wie siehst du das in der GfK sozusagen auch dieses Thema Grenzen setzen, also auch auf Abstand gehen, auch mal so, siehst du das, also oder wie würdest du das machen? Was sind da deine Gedanken zu? Weil ich glaube, auch Grenzen zu setzen, gerade jetzt in dem Kontext alle sehr eng aufeinander, braucht es halt auch klare Grenzen. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist eine der wichtigsten Fallen, der häufigsten Fallen in der GfK. Mhm. Und GfK zieht auch viele Menschen an, die so und so schon relativ viel auf der Seite des anderen sind, auf der Empathie-Seite, und verstärkt das unter Umständen noch. Mhm. Und dann sitze ich wirklich in der Falle. Also, und letztlich, ich meine, ich könnte jetzt hier auch mit Co-Abhängigkeiten kommen und so weiter, das sind auch interessante Begriffe dabei, ja. Und ich denke, es braucht eben wirklich ganz zentral Empathie und Ehrlichkeit oder Selbstbehauptung in diesen GfK-Begriffen zu sagen. Und genau, irgendjemand hat mal gesagt, Ehrlichkeit ohne Liebe ist einfach nur brutal. Liebe ohne Ehrlichkeit ist Co-Abhängigkeit. Und das ist einfach ein Verschwimmen. Und deshalb, es gibt von Marshall auch dieses Zitat, bringe niemandem Empathie bei, bevor du ihm nicht den Giraffenschrei beigebracht hast. Das wird, glaube ich, ziemlich häufig, ziemlich selten wirklich gebracht, dieses Zitat, aber ich finde es zentral. Mhm. Also, und es braucht aus meiner Sicht eine ganz solide Basis in Selbstbehauptung, in für mich eintreten, in Nein sagen, Stopp sagen als Ja zu meinen Bedürfnissen. Mhm. Und dann, also nicht erst dann, aber in dem Maße kann ich dann auch wirklich in die Empathie eintauchen. Und das finde ich absolut wichtig. Ich habe auch, das ist einer der Gründe, warum ich mit der Art und Weise, wie in GfK mit dem Gefühl Wut umgegangen wird, also nicht einverstanden bin. Mhm. Mit den Teilen der GfK, sage ich jetzt mal. Diese Idee, dass Wut nur ein Sekundärgefühl ist, ein Mantelgefühl oder wie auch immer die Begriffe dafür sind, da kann ich nicht mitgehen. Mhm. Ich finde, Wut, Ärger ist ein absolut klares Gefühl, Primärgefühl in diesen Begrifflichkeiten. Und es geht nicht nur darum, das zu transformieren. Es geht darum, die Energie in diesem Gefühl zu nutzen, sie bei mir, also als, ich nenne es gerne, Wut ist ein Für-mich-Gefühl und nicht ein Gegen-dich-Gefühl. Ja. Ja. Und wenn ich die Wut habe und nicht die Wut mich, und wenn ich sie wirklich halte und damit losgehe, dann ist es wunderbar. Und ich sie immer wegzutransformieren, bis ich am Heulen bin oder sonst was, das macht, das nimmt was. Das ist ja ganz wunderbar. Ich bin Fan von dem GfK-Ärger-Prozess, da wo er hingehört. Und das Ziel ist nicht, die Wut wegzumachen. Und das wird, glaube ich, an vielen Stellen, kommt mir der Giraffenschrei und die Wertschätzung für die Wut zu kurz und diese Idee des Transformierens, um dann letztlich nett zu sein, ja, sage ich jetzt mal, ja, in meinen Begrifflichkeiten, das
Also da bin ich einfach wirklich anderer Meinung, als es oft vertreten wird. Ja, und ich bin da auch deiner Meinung, weil also meine Hypothese ist, da der Name ja non-violent und oder gewaltfrei ist, ist sozusagen, dass die Beziehung zu Ärger beziehungsweise Wut einfach, für mich ist sie verzerrt, weil für mich Ärger ganz klar auch zwei Kategorien hat, funktional und dysfunktional. Da gibt es schöne Studien zu, die zeigen, dysfunktionaler Ärger senkt unsere Immunantwort über 5 bis 6 Stunden massiv. Funktionaler Ärger macht das nicht. Und da muss man sich ja fragen, wenn es sowas gibt wie funktionalen Ärger, der in Durchsetzung, der in Einfluss, der in Selbstwirksamkeit auch mündet, und mich darauf hinweist, dass ich vielleicht gerade ein Ziel noch nicht erreiche, dann gibt der mir ja Kraft. Und die Transformation, das sehe ich auch oft, auch bei Coaches, dass die halt keinen guten Zugang zu ihrem Ärger haben. Da sage ich, können Sie auch mal laut werden? Können Sie auch mal fluchen? Da sagen die, ja, so ein Mist. Wie gesagt, ist ja Kreisklasse, was Sie hier machen. Ich hätte gerne mal Bundesliga, ja. Und ich glaube, das ist einfach auch der Zeit geschuldet oder auch sozusagen einem Hauptteil der Menschen geschuldet, die sozusagen sich sehr intensiv damit beschäftigt haben, also auch so ein Majoritätsprinzip. Und ich finde einen guten, gesunden Zugang zum eigenen Ärger extrem wichtig. Und für mich ist Ärger der Hüter meiner Werte und meiner Ziele. Und auf den möchte ich nicht verzichten, den möchte ich auch nicht wiedergeben. Ne? So, ja. Ja, Und es ist spannend, natürlich. dass du das ansprichst. Also danke für die klaren Worte, weil das ist auch was, was mich, das hat mich sehr irritiert, wo ich so dachte, das stimmt nicht mit meinem Erleben übereinander. Ja. Bitte, ich habe dich unterbrochen. Oder ich dich. Oder wir uns. Okay. Dann spiele ich den Ball wieder zu dir zurück. Das Pong kriegst du. Ja. Also ich. Ui, jetzt muss ich auch mal gucken, was hier. Mir ist noch wichtig, natürlich steht auch hinter diesem Wunsch, den Ärger zu transformieren und damit vorsichtig zu sein, steht natürlich was ganz Schönes. Wir haben natürlich ja auch eine Vergangenheit und auch eine Gegenwart, wo dieser ungebremste und nicht zu mir genommene Ärger ja fürchterliches anrichtet. Und das haben ja viele auch sowohl auch individuell erlebt. Und dann ist natürlich dahinter diese Absicht, wirklich ein friedliches Miteinander zu gestalten, die ist natürlich wunderschön. Nur ich glaube, es passiert kein echtes und friedliches Miteinander, wenn ich den Ärger rauslasse. Das glaube ich auch. Und ich glaube, man braucht immer die Polarität. Frieden geht nicht ohne das Wissen, dass man auch in die Stärke, in die Durchsetzung und in die Grenze gehen kann. Und Ja. Gemeinschaft geht nicht ohne Individuation. Und das ist für mich immer ein sowohl als auch und kein Entweder-oder. Aber ich glaube, das erkenne ich in jeder Schule, in jedem Bereich, in jeder psychologischen Richtung, wie auch immer man das nennen möchte, dass es so bestimmte Bereiche gibt, die so eine kulturelle Färbung oder so eine geschichtliche Färbung halt haben. Wobei alleine, wenn man mit Menschen mal darüber spricht, über Gefühle, über Bedürfnisse, da passiert ja schon unheimlich viel. So, ne? Das allein ist ja extrem wertvoll. Und da, das fällt mir gerade mal wieder ein, wo du das so sagst, wenn man mit Menschen drüber spricht, als ich angefangen habe mit Seminaren vor 20 Jahren, gut 20 Jahren, da musste man im Unternehmenszusammenhang mit Gefühlen total vorsichtig sein. Ja. Und auch mit Bedürfnissen, ui, muss man mal ganz dick erklären, dass das nichts mit Bedürftigkeit zu tun hat. Und die Bitte war schon mal ganz schwer. Ja? Also, und ich erlebe, dass sich das sehr geändert hat. Also irgendwo hinzukommen und noch groß verteidigen zu müssen, dass Gefühle was Wichtiges sind, das passiert nicht oft. Und dass wir Bedürfnisse haben und dass es darum geht, sich um die zu kümmern und dass auch der andere Bedürfnisse hat. Diese Grundgeschichten, die sind, glaube ich, in weite Teile der Bevölkerung eingesickert. Und das finde ich total faszinierend. In gerade mal 20 Jahren. Oder noch ein bisschen kürzer vielleicht. Ja. Ja, definitiv. Also das ist, ich finde es bemerkenswert, auch wenn man dann so liest, emotional leadership und emotional agility und so weiter und zum Mindset, Toolset und Skillset kommt das Feelset und so und das ist so, ja, das, also
Wenn es einen englischen Namen hat, dann hat es ja immer auch gleich eine Berechtigung im Business. Das ist ja so, wenn man im Business ein bisschen Marketing machen muss, gibt dem Ganzen einen englischen Namen und dann passt das, ne? Ja, Ich jetzt habe noch, weiß ja, Marketing ist alles, ja. Ich habe noch mal eine Frage in Bezug auf, ich habe das so Beipackzettel genannt oder Produktinformationen. Also mal angenommen, ich mache bei dir ein Seminar zum Thema GfK, wie auch immer, dann erlebe ich bei vielen so eine missionarische Haltung. Ne? So, ah, endlich, da habe ich ganz viele, denen muss ich das jetzt mal in meiner Begeisterung sozusagen weitergeben. Hast du so einen Beipackzettel, den du Leuten mitgibst, um nicht so diese GfK-Monster zu kreieren, die dann eher so einen sozialen Kollateralschaden hinterlassen? Ich glaube, ich bemühe mich schon wirklich unterwegs viel, weil ich auch echt sehr schmerzhaft die Erfahrung gemacht habe, was passiert. Also, und was ich wirklich allen Leuten anrate, nehmt eure Leute nicht ungefragt als Übungspartner. Sucht euch echte Übungspartner, mit denen ihr das macht. Und es ist auch ganz klar, die Seminarwelt ist eine andere als die Welt draußen. Das heißt nicht, dass es nicht übertragbar ist. Es soll ja übertragbar sein, trotzdem. Und Freiheit ist ein hohes Gut. Freiheit ist wirklich ein hohes Gut. Und wenn du dieses Bedürfnis nach Freiheit nicht wahrst im Kontakt mit deinem Gegenüber, dann wirst du wahrscheinlich nicht gehört und kriegst dementsprechende Reaktionen. Und ich erzähle auch gerne, wie es bei mir war. Ich habe lange nicht viel davon nach außen dringen lassen. Also ich glaube, ich habe ziemlich wenig missioniert. Mal sehen, vielleicht gibt es Leute, die es anders sehen. Also Aber die haben halt kein Recht. genau, die haben es nicht ganz kapiert. Und was aber bei mir gut war, als ich dann angefangen habe, mehr selber Seminare zu geben, auch intensivere Seminare, Jahrestrainings, hat sich ein nicht unwesentlicher Teil meines Freundeskreises für diese Seminare angemeldet. Ja? Ohne dass ich ihnen jemals gesagt habe, aber du musst hier noch ein Gefühl, aber und du musst ein Bedürfnis und du hast auf keinen Fall mehr Forderungen, sondern einfach, indem sie gesehen haben, was sich bei mir verändert hat und was sich in unserem Miteinander durch meine Veränderung verändert hat, sind sie einfach so neugierig geworden, dass sie Lust hatten, mitzukommen. Das hat auch nicht alle betroffen und ich denke, jeder, der in die GfK einsteigt, intensiver einsteigt, wird auch merken, mit bestimmten Menschen gehe ich nicht weiter. Nicht, weil an denen was falsch ist, sondern weil sich mein Weg halt anders entwickelt. Und das ist ja ein wichtiger Teil des Lebens, dass ich Beziehungen habe, wachse, verabschiede, neue. Manche halten ein Leben lang, manche nicht. Dann ist es mehr eine Frage, wie gehe ich denn auseinander, als darf ich jetzt auseinandergehen? Und das sind so Sachen, die ich da drin habe. Ich bin relativ schlecht in so erstens, zweitens, drittens, viertens. Das hätte ich Rezepte? mir aufschreiben müssen, dann hätte ich das machen können. Ja, keine Rezepte. Das ist auch im Marketing, gerade in Unternehmen, ne? Die 5 Wege der GfK, wie sie garantiert, ja, mehr Reichtum, besseren Sex und erfolgreicher in der Karriere sind. So, Wie das sie sind ja mit so die besserem Klassiker. Sex mehr Reichtum erreichen können. Genau. Ja, das kommt auf das Geschäftsmodell an, was man pflegt. Ja, vielleicht so zum Abschluss die Frage, wenn jetzt jemand diesen Kongress schaut, der irgendwie so ein diffuses Gefühl hatte, sagt, Mensch, irgendwie GfK, das hat mich jetzt angesprochen, ne, Sprache des Herzens ist unser Kongressmotto. Was würdest du ihm oder ihr raten? Was sind gute erste Schritte? Und das kann ja auch einfach eine Praktik sein, die man täglich macht oder irgendeinen Gedanken, den man einfach in die Meditation mitnimmt oder auf dem Waldspaziergang, je nachdem, wo man halt meditiert und wie man meditiert. So, was wäre so ein guter erster Schritt, wo man sagt, boah, da passiert schon unheimlich viel, wenn ich darüber mal nachdenke? Ich finde tatsächlich dafür die 4 Schritte einfach genial. Nicht um zu lernen, in diesen 4 Schritten, in diesem 4-Schritte-Korsett andere Leute anzusprechen, aber
für meine Selbstsortierung, da wirklich was, da eine Disziplin zu haben. Halt, Moment, ist das eine Interpretation oder ist das eine Beobachtung? Ist das ein Urteil? Ist es das? Eine Zeit lang einen Fokus darauf zu legen, was mache ich denn mit meinem Kopf? Aha, ich bin am Urteilen, ich bin am Urteilen. Aha, was ist denn die Beobachtung dazu? Wirklich, und das darf spielerisch sein, das kann man natürlich auch ganz ernst machen, aber das kann auch spielerisch sein. Oder mal mit diesen Gefühlen, wie fühle ich mich denn? Immer mal innezuhalten, wie fühle ich mich denn? Oder diese Unterscheidung Pseudo-Gefühl, Gedankengefühl, echtes Gefühl. Finde ich unglaublich wertvoll, um überhaupt mal in Kontakt zu kommen. Aha, ich fühle mich unterdrückt. Nee, halt, Moment, ich denke, ich werde unterdrückt. Wie fühle ich mich denn, wenn ich denke, ich werde unterdrückt? Bedürfnisse, damit rumzuspielen. So dass, also ich finde ja, mich hat GfK begeistert, weil sie so logisch war. Da war ich ja noch sehr stark von meiner Naturwissenschaftler-Sicht geprägt. Und das war endlich mal was, was logisch war. Und das hat mich so fasziniert. Und das hat Marshall auch gesagt. Er hat so viel Vertrauen, wer sich wirklich auf die vier Schritte einlässt, der landet vom Kopf im Herzen. Und das ist meine Erfahrung, dass das zumindest sehr oft passiert. Und für diejenigen, die jetzt gerade den Impuls haben, die vier Schritte der GfK zu googeln, weil sie davon noch nichts gehört haben, kannst du einmal ganz kurz sozusagen, sozusagen das Human Google sein? Also. Jedenfalls fängt ja mein Name auch mit G an. Also im ersten, oder ich nehme es tatsächlich als Schlüsselunterscheidung. Ich gucke. Im ersten, wenn ich einen Auslöser bekomme, wenn was ist, gucke ich, was passiert in meinem Kopf, was habe ich an Wolfsshow, wie wir es nennen, was habe ich an Urteilen, an Etiketten, an Interpretationen im Kopf und was ist wirklich passiert. Also ich versuche die Beobachtung rauszukristallisieren, ohne das andere wegzuzensieren. Ich will nicht besser sein, als ich bin oder schönerer Mensch. Aber ich möchte es unterscheiden lernen. Aha, das ist wirklich passiert und das fügt mein Kopf hinzu. Und das, von da aus kann ich gucken und ich mag es auch wirklich, das ist am Kopf, das ist dann im Herzen, das andere sieht man dann nicht mehr. Also so, was fühle ich denn? Was ist in mir los? Und das können Körperempfindungen sein und das können Gefühle sein wie Ärger hatten wir, Trauer oder. Angst hatten wir auch. Freude natürlich auch. Und das zu unterscheiden von Gedanken. Eben, ich fühle mich unterdrückt, ich denke, ich werde unterdrückt. Ich fühle mich schlecht behandelt, ich denke, ich werde schlecht behandelt. Und wie fühle ich mich denn? Dann rutscht es noch eine Ebene tiefer und ich gucke, was steckt denn unter den Gefühlen? Warum fühle ich so, wie ich fühle? Welches Bedürfnis ist betroffen? Und Bedürfnisse sind die Qualitäten, die wir brauchen, um uns wirklich gut zu entwickeln in der Welt, um uns wohl zu fühlen. Ja, und dann kann ich schauen, welche Schritte möchte ich gehen, um mein Leben oder das Leben mehr in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen zu bringen und kann eine Bitte äußern, die sich von der Forderung unterscheidet. So vielleicht. Okay, das, ja, also das, man hört das natürlich immer wieder. Ich finde es dann gut, wenn dann noch mal kurz für diejenigen, die dann, auch für die, die es kennen, glaube ich, ist immer sozusagen, sind so spezifische Wortwahlen, wie genau sagt er das, wie genau schlägt er da die Brücke. Es soll ja auch ein vernetzender Kongress sein, der halt einfach Menschen und Wissen zusammenbringt und sozusagen das dann Vielfältige noch weiter bereichert. Ja, du, ich danke dir sehr herzlich. Also vielen Dank für das wirklich sehr offene Gespräch und auch die klare Position, gerade gegenüber zu Ärger und zu Wut. Und du, ich bin wirklich, ja, wie soll ich sagen, immer wieder sehr berührt, Menschen im Kontakt mit GfK zu erleben oder halt auch in Kontakt sozusagen so mit sich selber. Also das ist so dieses Leben, dieses Walk what you talk, ne? Also so dieses diese hohe Kongruenz
Und ich glaube, das ist ein gutes Marketing für GfK. Hoffentlich. Ja. Und es hat mir viel Freude gemacht. Ich fand es tatsächlich ein Gespräch und kein Interview und das finde ich viel schöner. Ja, ich auch. Und das ich danke dir. So, was auch entstanden ist in dieser kurzen Zeit, ohne dass wir uns vorher gekannt haben. Ja. Genau. Ich danke dir sehr herzlich und wünsche dir alles, alles Gute. Ebenso. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.